Der jetzt kommende Vortrag, der letzte für den heutigen Tag auf dieser Bühne, sind Geschichten aus der Koboldgruft von Habrock. Habrock arbeitet seit über 10 Jahren mit Kobold bei einer Versicherung und hat einen Vorgängervortrag bei den diesjährigen Main Chaos Days gehalten. Den muss man nicht kennen, aber das jetzt hier die Fortsetzung und ich wünsche euch viel Spaß damit. Hallo. Also, wie schon gesagt, das ist gewissermaßen Teil 2. Ich hoffe mal, dass es nicht so zu Kopfschmerzen führt wie Teil 1, wo Leute tatsächlich den Kopf auf Tische geschlagen haben im Publikum. Ja, diesmal erzähle ich über die Großrechnerumgebung, die in Versicherungen, Banken und auch an anderen Stellen immer noch im Einsatz ist. Ja, so ein Großrechner ist von der Konstruktion her optimiert auf Zuverlässigkeit und Datendurchsatz. Das kommt daher, dass die Rechner dass die Entwicklung der Rechner zu einem Zeitpunkt begann, als es nicht sonderlich viele Rechner gab. Also in einem Unternehmen stand dann durchaus nur ein Rechner oder so. Die Zuverlässigkeit sorgte dann dafür, dass die Rechner redundant ausgelegt sind und zwar sogar recht extrem. Bei heutigen Großrechnern kann man durchaus flüssigkeitsgekühlte Prozessormodule im laufenden Betrieb tauschen, ohne Probleme. Oder auch beliebige andere Bauteile. Ja, und der Rechner selbst, also das ist so die Größe, 2,19 Zoll Racks nebeneinander. Die Festplatten sind dann aber extern angeordnet, also Festplatten oder früher Bandlaufwerke. Ja, die Ein- und Ausgabe, das sah früher so aus, per Lochkarte oder Lochstreifen, beziehungsweise Lochkartenstapel. Ja, pro Lochkarte eine Textzeile, also wie hoch dann der Stapel ist bei einem Programm von mehreren tausend Zeilen, kann man sich vorstellen. Es kamen dann sogenannte Schreibmaschinenterminals als interaktive Bedienelemente dazu, also gewissermaßen ein Drucker mit angeschlossener Tastatur oder auch Fernschreiber genannt. Ab 1972 gab es dann die Datensichtgeräte, wie es so schön auf Deutsch heißt, also im Fall von IBM. 3270er Terminals, kann man sich vorstellen, wie ein Monitor, eine Tastatur und noch ein lokaler Pufferspeicher oder in heutiger Terminologie würde man das vielleicht als Thin Client bezeichnen. Ja, die waren dann aber noch sehr beschränkt, also die ersten tatsächlich monochrom, also grün auf schwarz, so wie meine Folien auch. Man konnte grün sogar in hell und dunkel, also zwei Helligkeitsstufen, darstellen. Spätere Terminals konnten dann 8 Farben plus blinkend und unterstrichen, also alles nur Text, 24 Zeilen, 80 Zeichen oder dann auch speziellere Terminals mit mehr Zeilen. Und für Spezialanwendungen gab es auch welche für den APL-Zeichensatz, also für eine so etwas grafischer orientierte Programmiersprache oder für Vektorgrafik. Aber insgesamt Grafikdarstellung war da nichts. Ja, mittlerweile sind die Terminals nahezu ausgestorben.
aber es gibt ja noch die Terminal-Emulation auf dem PC, die man tatsächlich im Unternehmenseinsatz dann auch noch findet. Also bei uns im Unternehmen müssen die Sachbearbeiter tatsächlich die Online-Programme noch in einer Terminal-Emulation bedienen. Oder heutzutage wird dann vor den Großrechner ein Frontend gesetzt als PC-Anwendung oder Online-Anwendung im Browser. Ja, da die Terminals tatsächlich sehr eingeschränkt waren, gibt es immer noch den Unterschied zwischen Online- und Batch-Betrieb. Also für den Online-Betrieb kommen Transaktionsmanager zum Einsatz. Jetzt im Fall der IBM Z-Series Großrechner wären das der IMSTC oder ZIX. Wie der Name schon sagt, sind die transaktionsorientiert. Das hieß im Fall vom Terminal, dass man halt die sogenannte Bildschirmmaske, was man auf dem Schirm gesehen hat, sozusagen lokal bearbeitet hat, irgendwelche Daten eingegeben oder verändert oder so. Und durch Druck auf die Taste Datenfreigabe wurde dann die Maske an den Großrechner geschickt, um dort vom Programm weiter verarbeitet zu werden. Und Ausgabe ging dann oder geht immer noch im Hintergrund dann an Datenbanken oder Unterprogramme oder so, beziehungsweise das Ergebnis wird dann wieder auf dem Terminal angezeigt oder in Terminal-Emulation. Aufgabe des Transaktionsmanagers ist es hauptsächlich, die ganzen Programme, die so ablaufen, mit denen die User interagieren, dann zu sortieren, dass die User tatsächlich nur auf ihre Daten Zugriff haben, beziehungsweise dass der Speicherinhalt pro User sortiert wird. Und zusätzlich sind auch Hintergrundtransaktionen möglich, also Programme, die ohne Eingriffe eines Nutzers ablaufen. Da der Online-Betrieb gewisse Probleme hat, wenn zum Beispiel viele Daten in der Datenbank gesperrt werden, gibt es auch noch den Batch-Betrieb. Das ist dann ohne Interaktionsmöglichkeit, also das Programm läuft mit gewissen Eingabewerten über den Datenbestand. Das wären so Beispiele, wie zum Beispiel für alle fälligen Verträge die Prämienrechnungen zu erstellen und an Drucker zu geben. Das läuft üblicherweise nachts. Nennt sich Batch-Fenster, also ist dann auch die Erklärung, falls sich schon mal jemand gewundert hat, warum man zum Beispiel mit Banken oder Versicherungen eventuell nachts nicht interagieren kann, dass da dann irgendwie die Daten online nicht zur Verfügung stehen oder so. Ja, ich habe gerade eben schon IMS Transaktionsmanager genannt. Der wurde zusammen mit der IMSDB, also einer Datenbank, entwickelt. Es handelt sich hierbei um eine hierarchische Datenbank, sprich die Daten liegen sozusagen, also sind baumförmig strukturiert. Also 1:1 Beziehungen und 1:n Beziehungen sind darstellbar, aber M:n Beziehungen sind nur mit Klimmzügen bzw. Redundanz in die Datenbank
zu bekommen. Ja, diese Datenbank hat den, oder dieses Datenbanksystem hat den Vorteil, recht schnell bei Zugriffen zu sein. Aber nicht sonderlich komfortabel, also SQL-Abfragen funktionieren nicht, sondern für eine Auswertung, wo man in einer relationalen Datenbank vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde eine SQL-Abfrage zusammenschreiben würde, dann schreibt man da durchaus einen halben Tag ein Programm, wenn man weiß, wie man auf die Datenbank zugreifen muss. Etwas ein weiteres Problem mit der IMS-Datenbank, was heutzutage besonders schön ist, ist, Änderungen an irgendwelchen Datensätzen werden byteweise gespeichert. Das heißt, wenn man auf einen früheren Zustand zurückgehen möchte, muss man tatsächlich jede einzelne Änderung wieder verarbeiten. Und wenn man einfach so auf die Daten schaut, sieht man absolut nicht, was überhaupt passiert ist. Ja, in manchen Unternehmen wurde, oder in vielen Unternehmen wurde die IMS-Datenbank mittlerweile abgeschafft oder abgelöst. Da kann man aber durchaus auf das Problem stoßen in der aktuellen Entwicklung, dass die Daten, so wie sie sind, einfach in DB2-Tabellen geschrieben wurden, also in eine relationale Datenbank. Das heißt, man hat immer noch die Freude mit dem, mit den historischen Daten, die byteweise abgespeichert sind. Und dementsprechend SQL-Abfragen auf historische Sätze funktionieren trotzdem immer noch nicht. Dafür lässt sich diese Umwandlung mit Generatoren durchführen und ist deswegen günstiger. Ja, zum Thema, wann das entwickelt wurde. Es wurde 1966 bis 1968 von IBM, North American Rockwell und Caterpillar zusammen entwickelt. Und wie man an den Namen vielleicht sehen kann, es wurde als Stücklistenverwaltung für das Apollo-Programm entwickelt. Dafür ist die Datenstruktur auch wunderbar geeignet, weil man damit prima ablegen kann, welche Teile man für eine Baugruppe braucht. Also nur so als Tipp, wenn jemand mal mit Raumfahrttechnik was zu tun haben will, aber einen relativ einfachen Einstieg oder relativ einfach hinten bekommen möchte oder hinkommen möchte. Ja, Sicherheitsaspekte von einer Großrechnerumgebung. Früher sah das so aus, dass Vernetzung lief höchstens über feste angemietete bzw. Wählleitungen. Weil hatte ja so gut wie niemand überhaupt einen Rechner. Also in einem Unternehmen hat man dann vielleicht ein oder zwei Großrechner irgendwo stehen gehabt. Datenübertragung erfolgte durchaus per Kurier. Sogar noch bis vor wenigen Jahren habe ich das bei Kollegen mitbekommen. Das für die Datensätze, die von unserer Versicherung an eine Bank gingen, also was jetzt an Lastschriften eingezogen werden müsste, da wurde in einem bestimmten Format wurden die Daten auf ein Magnetband geschrieben, zusätzlich wurde ein Begleitzettel ausgedruckt und das Ganze ging dann so an die Hausbank, wo das
bei denen im Rechner eingespielt wurde wieder. Und dann verarbeitet. Ja, so dass dann für das tägliche Inkasso, obwohl täglich jemand mit Magnetband von uns zur Bank gefahren ist und dann noch ein Band wieder zurückgebracht hat. Ja, da Computer groß und teuer waren, hatte auch im Grunde niemand irgendwo Hardware rumstehen, um mal automatisiert Angriffe zu fahren, selbst wenn die Leitung verfügbar gewesen wäre. Also sowas wie Passwörter durchprobieren oder so war für Privatpersonen ziemlich utopisch. Ja, und Rechtemanagement war eigentlich komplett in-house und von außen konnte eigentlich auch niemand wirklich zugreifen. Dementsprechend haben auch problemlos achtstellige Passwörter für die Anmeldung oder auch nur ein vierstelliges Passwort mit wenigen Versuchen für die Anmeldung am Transaktionsmanager ausgereicht. Ja, wie sieht das heute aus? Ja, da die Terminals ausgestorben sind, hängt der Großrechner im lokalen Netzwerk, weil jeder Sachbearbeiter einen PC auf dem Tisch stehen hat. Und dementsprechend zwischen dem Großrechner und dem bösen Internet hängt dann halt das, was so an Sicherheit da ist, wie Firewalls oder so. Also gut, muss man dann sehen, wie sicher das dann ist, ist, denke ich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber ja, das interne Rechnermanagement wurde, beziehungsweise Zugriffsrechte wurden insofern verbessert, dass man die Anmeldung am Transaktionsmanager auch gegen Active Directory binden kann. Also mittlerweile sind es keine vierstelligen Passwörter mehr, sondern halt das normale Windows-Passwort. Ja, allerdings die Anwendungen, die auf so einem Großrechner laufen, die sind häufig durchaus schon etwas älter, immer wieder weiterentwickelt, aber da steckt dann durchaus die Fachlogik von Jahrzehnten drin. Also ich habe mir mal einen Spaß gemacht, im einen System, von dem ich wusste, dass es schon relativ alt ist, kurz zu suchen, wie alt die Programme schon sind. Und ja, das älteste Änderungsdatum, was ich gefunden habe, war von 1983. Also Software, die so alt ist und im Laufe der Zeit so teuer war, da schrecken wohl viele Unternehmen davor zurück, die wegzuwerfen und neu zu schreiben und ohne dadurch gefühlt groß etwas zu gewinnen. Ja, dann zum Thema Fehlersuche in Programmen auf dem Großrechner. Ja, wie sieht das aus? Logs vom Programmlauf, ja, was man bei der Entwicklung berücksichtigt hat und rausgeschrieben hat, wird geloggt, sonst nichts. Also sollte man sich überlegen, was man im Fehlerfall eventuell brauchen könnte. Aber man sollte auch nicht so viel rausschreiben, sonst wird die Datei so lang und man muss händisch drin suchen. Und außerdem
Ärgert sich der Rechenzentrumsbetrieb, weil die Dateien so groß werden. Und das kostet ja natürlich Speicherplatz. Ja, im Absturzfall, ja, man kriegt einen Dump, was im Speicher war, und die Zeilennummer und Namen des abgestürzten Programms und warum es in der Zeile abgestürzt ist oder warum das System denkt, dass es in der Zeile abgestürzt ist. Ja, für den Speicherdump schreibt man dann auch besser am Anfang des Bereichs für die Variablendefinition im Programm irgendeinen Text, den man relativ gut finden kann. Das macht die Suche im Dump nämlich dann einfacher, ab wo dann die Variablen stehen. Ja, Debugging. Ja, in Batch-Programmen Display-Statements. Die gehen in Online-Programmen nicht sinnvoll. Die laufen dann nämlich in eine Datei, die nur das Operating sieht, und die finden das nicht so toll, wenn ihr SysOut zugemüllt wird. Vor allem nicht, wenn das Programm dann im Online-Betrieb produktiv läuft und Aktionen der Sachbearbeiter jeweils Ausgaben dort erzeugen. Ja, sonst gibt es ein paar zukaufbare Debugger, die aber durchaus eigene Probleme haben. So hatte ich schon mit einem Debugger zu tun, bei dem ich nie verstanden habe, unter welchen Bedingungen eine Änderung an der Variable dann eigentlich den bedingten Breakpoint ausgelöst hat und unter welchen Bedingungen der nicht ausgelöst wurde. Also hat man in heutigen Sprachen und in Entwicklungsumgebungen doch etwas komfortablere Möglichkeiten zur Fehlersuche. Ja, denn Ablösung des Großrechners gibt es mittlerweile doch einige Bestrebungen in verschiedensten Unternehmen. Dafür gibt es dann auch verschiedene Gründe. Also, wie schon gesagt, die Software, die drauf läuft, ist alt und häufig schwierig zu warten, weil sich dann halt die Programmierstile aus 30 Jahren drin angesammelt haben. Die Korrekturen durchaus häufig so auf die Schnelle erfolgten. Also Korrekturcode eingefügt, häufig noch mangels sinnvoller Versionsverwaltung mit Änderungskommentaren davor und danach, so dass dann durchaus sich die Änderungskommentare über die Jahre angesammelt haben und teilweise häufiger oder teilweise dann mehr Zeilen beanspruchen als das eigentliche Programm. Ja, dann ein weiteres großes Problem ist das Personal, das halt älter wird und zunehmend in den Ruhestand geht. Also mit 40 bin ich einer der jüngsten COBOL-Entwickler bei uns im Unternehmen. Und dabei geht es nicht nur ums Personal für die Softwareentwicklung und Wartung, sondern auch um die Leute für den Großrechnerbetrieb, wo es noch schwieriger ist, irgendwelche Nachfolger zu finden, weil das dann doch recht speziell ist und sich von normaler Serverumgebung doch stark unterscheidet. Ja, und insgesamt ist der Betrieb so eines Großrechners recht teuer. Also nicht nur wegen der Personalkosten und wegen der Kosten für die Softwarewartung,
sondern wer so einen Großrechner im Programm hatte und den mit Wartungsvertrag irgendwo in ein Unternehmen stellt, dem ist schon klar, dass das Unternehmen gewisse Probleme hat, die Software abzulösen, weil, wie schon gesagt, sind Jahrzehnte an Entwicklung reingeflossen oder, wenn man die Personenjahre zählt, eher im Bereich Jahrhunderte oder so. So, dass man sich das durchaus auch was kosten lassen kann oder kosten lassen muss, so einen Großrechner im Haus zu betreiben. So, dass es durchaus viele Unternehmen gibt, die einen Großrechner eigentlich loswerden möchten. Ja, aber beim Loswerden gibt es dann auch eigene Probleme, also Eigenentwicklung der Software, die schon da ist, ist natürlich aufwendig. Also, wie gesagt, Personenjahrhunderte sind da reingeflossen, also muss man durchaus mit einigen Personen Jahrzehnten wohl rechnen, bis man da dann Software hat, die die eigenen Ansprüche erfüllt, wenn man sie in-house entwickelt. Ja, und zumindest im Versicherungsbereich sieht es wohl so aus, dass es recht wenig Software von Drittanbietern gibt für eine modernere Umgebung und die Qualität ist relativ durchwachsen, so wie ich das per Flurfunk mitbekommen habe. Das sieht dann so aus, dass es zwar Unternehmen gibt, die ein schönes System für die private Krankenversicherung haben, die können dann aber, oder deren Lebensversicherungssystem ist dann aber nicht wirklich toll. Und das System für die Allgemeine auch nicht. Dann gibt es Unternehmen, die haben zwar ein schönes Lebensversicherungssystem, aber Krankenversicherung sieht nicht so toll aus und so weiter. Und man hätte natürlich schon gerne, dass die Sachbearbeiter ein System haben, in dem sie klarkommen, egal ob der Kunde, der anruft, jetzt ein Problem mit seinem Krankenversicherungsvertrag hat oder mit einem Lebensversicherungsvertrag und sie nicht für jedes System einzeln geschult werden müssen. Das ist dann auch wieder teuer und aufwendig. Und gerüchteweise führt die Situation dazu, dass es bei den Leitern der Datenverarbeitungsabteilungen in den Unternehmen eigentlich zwei Gruppen gibt. Diejenigen, die sozusagen verzweifelt nach einem neuen System suchen, um den Großrechner endlich aus dem Haus zu bekommen. Und diejenigen, die das nicht tun, weil sie wissen, in 5 Jahren bin ich sowieso im Ruhestand und das interessiert mich nicht mehr. Ja, okay, dann war ich doch etwas schneller als gedacht. Ja. Und bitte um Fragen. Fangen wir da drüben an. Mit was für Umgebungen hast du da im Allgemeinen gearbeitet, diese Systeme, die du hattest? Waren das Systeme, die hauptsächlich auf ELPA aufgesetzt haben, mit OS 390, ZOS, ZVSE oder irgendwas? Oder eher auch mit virtuellen Gästen unter ZVM? Entschuldigung, ich habe leider nahezu nichts verstanden. Okay, also nochmal. Die Großrechner-Applikationen, mit denen du zu tun hast, auf welcher Basis laufen die? OS 390, VSE? Ist das ELPA oder ist es auch ein virtuelles Environment unter ZVM? Also bei uns im Haus läuft das unter in der ZOS-Umgebung alles. Ja, danke. Und das andere Mikro bitte.
Ja, ich wollte mal fragen, wie du die Entscheidung der IBM jetzt siehst, dass sie ja irgendwann in den 80er Jahren eigentlich versucht haben, IMS komplett loszuwerden, soweit, dass sie ihren Vertrieblern verboten haben, das Wort IMS überhaupt in den Mund zu nehmen. Und dann so Anfang der 90er Jahre überrascht festgestellt haben, dass die Leute immer noch dabei sind, dass es inzwischen einen sehr langen Katalog von Feature-Requests gab, aber die IBM seit 15 Jahren einfach keine Abteilung mehr hatte, um dieses System zu entwickeln. Und dann plötzlich aus dem Nichts eine neue Abteilung von COBOL-Spezialisten mit IMS-Kenntnissen irgendwie hervorzaubern mussten, um die Kunden zufriedenzustellen. Okay, danke für diese Bestätigung. Das ist etwas, was ich im Hinterkopf hatte, da ich dazu aber nichts gefunden habe, habe ich es nicht im Talk drin gehabt. Ja, also aus Sicht von IBM kann ich es durchaus nachvollziehen, wenn sie da alte Zöpfe abschneiden wollten. Ja, offensichtlich war es kundenseitiger so problematisch, die Anwendungen umzustellen, dass sie sich die IBM sozusagen breitschlagen lassen, das System noch weiter in Betrieb zu nehmen. Ich werde mal vermuten, sie haben sich das dann auch passend bezahlen lassen, aber dass man die IMS-Datenbank loswerden will, kann ich aber durchaus nachvollziehen. So mit meiner Erfahrung damit, also dass die Datenbank wohl relativ schnell ist, aber es sehr schwierig ist, Daten überhaupt rauszubekommen. Jetzt mal auf die Schnelle sozusagen. Und jetzt eine Frage aus dem Internet. Signal Angel. Kommt. Ja. Schneedern fragt im IRC nach einem Vergleich der Rechenleistung von dem, was du jetzt Großrechner nennst, zu modernen PCs. Oh, das kann ich leider nicht sagen, wie das aussieht. Naja, weiß ich leider nichts darüber. Also. Und das Mikrofon auf der Seite. Hallo? Hallo? Ich wollte fragen, was ihr für eine Entwicklungsumgebung auf dem Großrechner verwendet oder ob ihr lokal eine habt, wie Visual Edge oder so. Also ich habe auch mal wieder einen Teil verstanden, also bezüglich der Entwicklungsumgebung, jetzt zumindest für die Softwareentwicklung. Bis vor ein paar Jahren war das im TSO ein Editor für COBOL. Ja, das waren dann tatsächlich in der 3270 Terminal Emulation, also 24 Zeilen, 80 Zeichen pro Zeile. Das war für mich gefühlt immer Programmieren durch einen Briefschlitz. Das führte dann dazu, dass ich mir den Quelltext zusätzlich noch im Online-Repository im Browser aufgemacht habe, um wenigstens ein bisschen was zu sehen. Mittlerweile ist die Entwicklungsumgebung aber die RDZ, also eine Eclipse-Variante von IBM, angepasst auf die ZOS-Umgebung. Danke. An die Mikro bitte. Moin. IBM hat zur Z14 BCD-Vektor-Instruktion eingeführt. Hast du die schon mal benutzt? Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Also. Also die Begründung war, die normalen BCD-Instruktionen sind etwas langsam, deswegen machen wir jetzt SIMD mit BCD. Okay. Und nochmal an die Mikro bitte. Genau.
Habt ihr versucht, Logdaten von DB2 oder vom Host mal in externe Systeme zu bringen, um dann nachzuweisen oder zu schauen, ob da Tabellen für Rechnungsdaten verändert worden sind, um da einen Rechnungsnachweis zu bringen? Wäre mir jetzt nichts bekannt, aber das wäre dann eher im Großrechner-Operating angesiedelt, beziehungsweise bei den Datenbankmenschen. Solche Überprüfungen, also ich gehe mal davon aus, dass es sowas gibt, aber ich weiß nichts Genaueres darüber. Gut, danke. An den Mikros sehe ich keine Fragen. Wie schaut es mit dem Internet aus? Nichts. Tja, dann haben wir die offenen Fragen alle abschließend geklärt. Vielen Dank nochmal für den Vortrag und die Antworten und einen schönen Abend noch.